Schönen guten Tag zurück bei den Spaßtrainern. Hallo. Micha. Ja, Dommer. Was machen wir heute? Wir machen heute Battle of the Champs quasi. Und zwar? Die einzig wahren. Nein, die mit den Brüsten. Das war jetzt sehr sexistisch von dir. Ich wollte jetzt gerade was sagen, so, wir wollen Frauen unterstützen und Frauenquote finden super Frauen-Champs und du fängst an mit den Brüsten. Meine, alles weg. Du kennst mich doch. Nein, wir spielen Cynthia gegen Diantar. Genau, und weil Diantar bei Foreground Showdown noch keinen Sprite hat, habe ich diese Frau hier genommen, von der ich keine Ahnung, wer sie ist, weil ich Black and White nicht gespielt habe. Die Shadow Queen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, ist ja fast das gleiche wie Diantar, nur dunkel und so. Ja. Aber vielleicht editiere ich ein Bild von Diantar rein, wenn das gut aussieht und passt. Vielleicht mache ich das. Mit Fächer statt Handtasche und so. Ja, also wahrscheinlich. Wayne! Wahrscheinlich eher so ein Pornostar als ein Filmstar. Sowas in die Richtung. Ja, ja, genau. Und zwar, wir nehmen beide die Teams, mit denen sie beim ersten Mal antreten. Ja, einfach aus dem Grund, da Diantar sonst einen krassen Nachteil hätte, weil Cynthia wesentlich mehr Auswahl hat. Genau, Diantar hat halt diese 6 Pokémon und sie benutzt im XY keine anderen in irgendeinem anderen Kampf und Cynthia ist halt schon eine Weile länger dabei. Ja, ja, ja. Und die hat deswegen, bisschen mehr Erfahrung. Genau, deswegen geht das alles ein bisschen diverser bei ihr. Und dann würde ich sagen, ohne Umschweife, legen wir los. Ja, ohne Umschweife, du bist ein Scherzkeks. Oder mit Umschweifen? Ja, ja, mit dem Umschweif, dass ich keine Ahnung habe, was ich gegen das, was wahrscheinlich bei dir vorne stehen wird, tun soll. Das ist super, weil ich habe noch keine Ahnung, was bei mir vorne stehen wird. Du hast eigentlich einen Standardlied. Ein bis zwei. Ey, siehst du, du bist mehr im Metagame drin als immer, ich habe keine Ahnung. Deswegen legen wir einfach, also ich schauen wir mal. Standardlied, ich kenne mich doch mit Standardlieds. Ich bin Standardlied, Bitch. Oh yeah. Ich brauche kein Standardlied, denn ich bin Standardlied. Oh yeah. Demnächst das Rap-Album von den Spaßtrainern. Bitte nicht, tu mir das nicht an. Schnapp sie dir alle auf die Fresse. Nicht googeln. Oh Gott. Und ich weiß genau, warum es so heißt. Ja, ihr solltet nicht dieses Viech googeln. Also das ist eigentlich alles, was man sagen muss. Bitte nur mit Safe Search. Ja, immer Safe Search anmachen. Auf keinen Fall dürft ihr Safe Search ausmachen. Das ist die schlechteste Idee, die ihr haben könntet. Du bist ein Spast. Bin ich das? Ja. Dann habe ich wohl irgendwas richtig gemacht. Minimal. Oh Gott. Ich bin aber sehr unsicher, also ich denke eigentlich alles bedacht zu haben, aber ich denke, dass du denkst, dass ich alles bedacht habe. Denke nie gedacht zu haben, du bist nicht mega. Stimmt, das stimmt wohl. Vergessen. Ja. Unangenehm. Okay. Wahrscheinlich, weil ich jetzt schon wieder so oft gecancelt habe, nimmt Showdown wieder nur die Hälfte von dem an, was ich gecancelt habe und lässt mich nicht canceln, sondern was anderes tun. Langhals! Oh, Dead Crit. Fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck, weil ich weiß, was du vorhast. Wieder so eine Sache, hallo! Schauen wir mal. Was soll schon schief gehen? Hoffentlich alles. Freeze-Dry, ach so viel. Wieso so viel? Weil ich dich hasse. Ich hasse und hoffe, dass du einen langsamen, traurigen Tod sterben wirst. Ach komm schon. Yes! Oh, ich glücklicher. Auch why you no surf? Wer es nicht weiß, er hat Schlafrede benutzt. Das heißt, er kann, wenn er schläft mit Erholung, wird einer seiner Moves zufällig ausgewählt und angewendet. Das heißt, er hat eine 2 zu 1 Chance, dass ein Angriffsmove kommt oder dass nochmal Erholung kommt. Um die Kiste klar zu machen. Ich glaube, das ist gar keine so dumme Idee. Okay. Freeze Dry, okay. Da willst du wohl drin bleiben. Und auch du nicht mega.
Ja, weil Uber. Mega Lucario ist Uber? Ja, schon ziemlich lange. Ah, okay. War mir nicht bekannt, aber... Sonst hätte ich es gemacht. Sonst hätte ich auch keine Itemprobleme gehabt. Das ist mir gar nicht so unlieb. Los, Bukakon! Das ist natürlich... Weil Bukake. Ja, ja, schon klar. Verstehst du? Für mich ist das immer noch ein Bananeneis, das Ding. Bukake! Ja, ich weiß, aber für mich ist dieses gelbe, shiny Viscogon immer noch ein Bananeneis. Bukake! Ach du Kacke. Noch eine Sache, die ihr nicht googeln solltet. Bukake. Was mir halt echt Sorgen macht, ist jetzt deine... Zusammen mit Gardevoir, bitte. Was mir jetzt echt Sorgen macht, ist deine extra Spezialangriff. Aber warum ist ein Mega Lucario Uber? Was ist denn so krass an dem? Das Ding ist abartig stark. Egal in welchem Wert. Du kannst das Ding ja so schon gut mixt oder speziell oder physisch spielen. Und Mega ist es halt in beiden Werten nochmal stärker und nochmal schneller. Aber ich sag mir irgendwie, keine Ahnung, Mega Glurak X ist auch super stark. In ja, aber Mega Glurak X hat keine zwei Step-Moves, die sehr, sehr gut sind im Metagame und dann noch mit Adaptability verstärkt werden. Flare, ja okay, Adaptability nicht, aber Flare Blitz und Outrage und ein Dragon Dance drauf oder so. Ja, aber Outrage kannst du zu leicht auslesen. Tough Claws macht nur 20 oder 30% Adaptability. 33% mehr Schaden. Okay. Adaptability ist 1,5, also ist jetzt nicht so krass wie. Ist quasi ein bisschen mehr als ein Life-Orb. Adaptability ist zweifach statt 1,5, das ist auch 33% mehr. Ja, also, ja, quasi ein extra Stab, okay. Ja, gut. Aber den Stab hast du ja auch bei Mega Glurak X. Den STAB, ne? Ja. Falls ihr nicht mehr wisst, ist das Same Time Attack Bonus, wenn man den gleichen Angriff benutzt wie der. Wieder der Typ vom Pokémon, dann gibt's 1,5 extra Stärke. Na los, mach mal's. Ja, ich überlege. Wir können es alle kaum erwarten. Die Welt wartet nur auf dich. Nee, auf dich. Waiting for opponent. Schon die ganze Zeit. Ich hab schon ewig meinen Leben eingesetzt. Ich hab gerade eben geklickt und es tut sich nichts. Kommt's. Ah, danke. Wow, doch so wenig. Ach shit, ich opfer meine Viecher schon wieder viel zu leichtfertig. Aber das geht gut los. Mir gefällt, wie das losgeht. Mir gefällt mir jetzt denke ich mir, mir gefällt nicht, wie das weitergeht. Aber. Hm. Man muss ja selber wissen, ne? Ja. So. Das ist natürlich jetzt. Das riskierst du jetzt. Das riskiere ich jetzt, natürlich. Das muss ich aber auch riskieren. Anders geht nicht. Mach dein Ding, ne? Wie gesagt, ich opfer schon wieder zu leichtfertig Viecher. 5%! Vielleicht tausche ich auch einfach gar nicht mehr aus. Das wäre eine Alternative. Ja, komm. Das macht den, Yes! Woo! Au! Bam! Oh mein Gott, wie ich ihn vernichte! Yes! Ja, gut, du hast gerade meine einzige Hoffnung zerstört. Ich liebe es, Hoffnung zu zerstören. Gardevoir, sag ich schon. Garchomp war so, quasi das Letzte, was ich tun... Oder, nein, nicht das Letzte, was ich tun konnte, aber so meine Trumpfkarte. Und hast du Iron Head nur wegen Gardevoir drauf? Wegen Gardevoir, wegen Aurorus, wegen Tyrantrum. Ja, ich sag mal, auf Aurorus und Tyrantrum, ganz ehrlich, die haben absolut gar keinen Stellenwert bei mir. Ich weiß, aber Iron Head ist einfach ein Move, der gegen dein ganzes Team ziemlich gut covert. Also zumindest die Hälfte. Ne? Ja. Stahl ist halt gut gegen Fee, Stahl ist gut gegen Stein. Und ja, gegen und Eis, gegen alle anderen drei hast du neutralen Schaden, das ist auch schon mal nicht schlecht. So, dann gut. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Schaden, eventuell. Ja. Wie süß. Was? Jung! Im Ernst? Ja, was ist das im Ernst. Denn? Ach, wieso bin ich schneller als du? Oh ja, Gott. Okay. Ja, ich werde das Ding jetzt nicht austauschen. Warum nicht? Nein, das war eine blöde Idee. Ja, das ist alles eine blöde Idee. Ich werde jetzt einfach Dragontailen, bis ich sterbe. Ja, was denn? Das finde ich nicht gut. Ja. Ja, mit 0,33 Spezialangriff plus ich keinen Spezialmove. So.
Jetzt kommt, was kommen muss. Ja. Meine Befürchtung. Oh, das macht zu viel. Viel zu viel. Ja, ich würde sagen GG. Nein. Das überlebt auch noch. Nix da, oh, GG. Ich geb dir GG. Aha. Jacko! Hi, Jacko. Bist du eine Nervenbacke? Du kannst einen Giga-Drain oder sowas, das will mir nicht gefallen. Ach, Schlimmeres. Boah, wenn du das jetzt noch drehst, dann raste ich wirklich aus, ne? Ich habe am Anfang totale Scheiße gespielt, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist in Ordnung. Mm, okay. Mhm. Ach, oh, komm. Wie es einfach daneben geht. Ach komm, du Lutscher. Wie es einfach daneben geht. Dann nimm wenigstens das hier noch. Oh. Wieder mich einfach willowed. So, mach mal das. Ja, da kommt wieder Gardevoir. Ja, natürlich. Muss ja. Ach, schade, du machst doch das offensichtlich. Ja, nee, ich hab mir gedacht so, ja, hallo, was, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich bei Gastrodon einen Haufen Schaden mache. Ne? Ja, und dann wieder nicht gegen meinen Recover ankommst mit dem Damage. Du machst mir ja keine 50%. Das stimmt wohl. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so schlimm. Okay. Ach, du hast echt gedacht, ich versuch's? Ja. Nein. Nein, 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 das stimmt wohl nicht, das stimmt wohl nicht. Du Lutscher. Der Hau-Lutscher! Der auch, nichts auch an Damage so macht. Auch wenn er schnell ist. Auch noch so wenig. Ja. Auch noch so wenig. Nun, in dem Fall... Machen wir doch was daran. Burn! Ach komm schon. Dadum, keine Verbrennung durch. Wie heißt es Gold im Deutschen? Siedewasser. Siedewasser. Das klingt sehr unbedrohlich. Ja. So. Und jetzt kommt Gardevoir und du hast gewonnen. Ja, die Sache ist, egal was jetzt passiert, ich hätte gewonnen, weil was hat Gardevoir? Energy Ball. Ah, okay. Ja, also da habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken um Gastron gemacht, weil ich habe einen Pflanzenmove draufgepackt, weil das Standard-Set hat, glaube ich, Donnerblitz da. Mhm. Und gegen Milotic hatte ich schon genug. Und sonst hätte es keinen Sinn gemacht. Und deswegen... Ja, ja. Energy Ball, ho! Wenn Energy Showdown wollen will. Wenn will. Energy, wenn es mitmacht. Yes! Woo! Ah! Bei mir ist es noch nicht angezeigt. Jetzt! Freude! Ja, ich habe Chomp so schnell weggeschmissen. Und Lucario, ja gut. Ja. Ah, es ist wieder Gleichstand. Lucario war drin, weil es musste. Ja, nee, Gardevoir hatte Wahlschal. Ja, ich weiß. Ne? Chomp hatte auch Wahlband. Ah. Auch kein Megastein. Ja, hab ich ja gesehen. was hatte ich noch? Gui. Dings. Wie heißt es? Bukake. Ja, Gudra. Okay. Gudra, hatte Assault Vest. Ja, das war klar. Ne, deswegen habe ich mir um Lucario gar keine Gedanken gemacht, eigentlich. Ja. Und, Ich bin froh, dass Aurorus dein Milotic weggebumst hat. Mit Freestyle. Da war ich echt froh, dass das geklappt hat. Das hatte doch gar nicht gereicht, oder? Wie ist denn dann dein Aurorus gestorben? Stimmt, warte. Nee, doch. Doch mein klar, Milotic? Im Schlaf. Im Schlaf habe ich das weggebumst. Ach so, ja, stimmt. Ja, dass das geklappt hat, meine ich. Ja, okay. Und ja, doch, hat alles eigentlich ganz gut geklappt, wie ich gedacht habe. Ich freue mich! So, und weißt du jetzt, was das Problem war, was ich im Vorfeld gesehen hatte, wo ich eben noch gesagt habe, das will mir nicht so gefallen. Nee. Ich hatte 5 Spätzle-Attacker.
Da ist Goodra der absolute Tod. Und wenn Wobei, Chomp das dann nicht Lucario schafft, hat, kann man auch physisch spielen. Ich weiß, aber Lucario war bei mir auch speziell. Ja, aber das ist ja dann deine Schuld. Ja, das stimmt. Aber das ist, wie gesagt, das ist mir eben nach dem Teambuilding aufgefallen, dass Ach ich so. Fünf spezielle... Okay, ne? Okay. Ja, und da war Goodra sehr schön. Vor allem, ich habe noch überlegt, ob ich bei Goodra nicht komplett die EVs, ne, diese Werte, die man da bei den Pokémon trainieren kann, voll auf die Verteidigung machen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, ich mache Goodra komplett auf Spezialverteidigung und den Pumpkin, Gauergeist, komplett auf Verteidigung. Mhm. Und ja, es hat alles geklappt. Ja, so muss das. Schön, schön. Mhm. Es ist wieder Gleichstand, 3 zu 3. Yay. Ich würde jetzt hier eine ganze Weile schon auf dem Bildschirm gestanden haben. Wir wissen noch nicht genau, was es nächstes Mal gibt. Nächstes Mal gibt es wieder einen Themenkampf. Mhm. Und dann wünschen wir uns viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Bei dem ganzen überflüssigen Sex, den wir haben müssen. Ja, echt mal, es ist so furchtbar. Wieso müssen wir das eigentlich? Weil wir einfach so gut sind. Stimmt. Ja, ich meine, irgendwer muss all diese Frauen befriedigen. Wirklich, echt Hallo. Mal. Und euch viel Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschö. Leute, aufgepasst, hier für euch die Info. 3 Links, die ihr gefälligst zu klicken habt oder nicht. Hey, ist eure Entscheidung. Oben der Link, ne? Lasst uns ein Abo da, wir freuen uns riesig, euer Leben ist bereichert, alle freuen sich. In der Mitte, Indie-Bonbon. Ein Podcast, 4 Leute, 4 Indie-Spiele. Spielt sie oder nicht, ist mir doch scheißegal. Unten noch eine Sache, Plüschgranate, Shadowrun, Pen and Paper, live. Wir, also ich und andere, spielen ein Pen and Paper-Rollenspiel für euch, für uns, für Spaß. Viel Spaß.